Hallo, Freunde der gepflegten Schnetzelei. Wir sind heute wieder bei einer weiteren Folge in unserem Total War Warhammer 3 Grand Cassay Playthrough. Und es wird auf jeden Fall direkt blutig anfangen. Ich möchte euch aber parallel auch noch ein bisschen Einblick geben. Ich habe neben Cassay auch noch mit weiteren Fraktionen gespielt. Also ich habe mit den Wood Elves gespielt. Sehr interessant. Hab Orion genommen, das ist die Waldelfenfraktion, die bei Bretonien ist. Und hab dort quasi alles Relevante erobert und den Wald geheilt. Sehr interessantes Armeeroster. Und vor allem in Kombination mit dem Verbündetensystem habe ich mir dann Drachen von den Hochelfen geholt, Ritter von den Bretonen und alle übrigen Truppen von den Hochelfen. Und die Armee, die hat echt gerockt. Also. Die hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe auch mit, wie heißt es, mit den Tomb Kings, also mit den ägyptischen Mumien, wenn man so will, gespielt. Und habe da auch die komplette arabische Halbinsel erobert und alles andere platt gemacht. Auch sehr interessant. Beide Rassen haben ja wirklich komplett andere Spielmechaniken als jetzt hier zum Beispiel Cathay. Was ich auch gestartet habe, ist Bretonien und Imperium, allerdings nicht so weit gespielt. Ich wollte einfach mal die Unterschiede sehen zwischen dem alten Warhammer 3 und dem Immortal Empires. Und ihr werdet es ja wahrscheinlich schon gemerkt haben, wenn ihr das Spiel auch selber spielt, dass sich die Startpositionen diverser Lords verändert haben. Und ich finde auch, das AI-Verhalten hat sich zum Teil dezent und heftig verändert. Ich finde es jetzt zum Beispiel wesentlich schwerer, mit dem Imperium zu starten, als es das noch bei Warhammer 2 war. Denn man hat jetzt deutlich mehr zu kämpfen mit den Rebellen, die einfach viel stärker aufrüsten und stärkere Armeen haben. Und während man sich mit denen beschäftigt, kommt auch schon direkt die erste Tiermenschenhorde. Und wenn man nur eine starke Armee hat und die hat schon alle Hände voll zu tun, um gegen die Rebellen anzukommen, dann ist es quasi fast ein Todesstoß, wenn dann eine große Tiermenschenherde die Hauptstadt angreift, belagert und im Zweifel halt auch vernichtet. Da kommt es wirklich auf Timing an und da muss man in richtiger Weise im Endeffekt reagieren, an der richtigen Stelle warten, an der anderen Stelle aggressiv sein, um das zu überwinden. Was ich auf jeden Fall schon sagen kann, ist, sobald die Jungs von Radius es geschafft haben, ihren Mod für Immortal Empires anzupassen, ich denke mal, es wird noch so 3 bis 4 Wochen dauern, werde ich auf jeden Fall den Mod wieder draufziehen, dann beende ich dieses Playthrough hier und werde ein neues Playthrough starten. Gebt mir doch gerne ein Feedback, ob ihr eine bestimmte Fraktion besonders gerne sehen würdet. Also ich glaube, ich tendiere dazu, die Bretonen zu nehmen und bin mir noch unschlüssig. Welche Startposition? Weil je nachdem, wo man da startet, verändert sich das Spiel doch auch sehr massiv, weil auch die Lords sich sehr stark unterscheiden. Und ja, wie gesagt, lasst es mich einfach wissen. Und ja, wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir hier weiter vorankommen. Das Gute ist ja, wir haben beim letzten Mal die Dunkelelfen ausgeschaltet, also die Dunkelelfenfraktion, die hier angelandet war. Und sind ja hier zugange, die Gegend quasi zu sichern, haben hier auch schon Gebiet eingenommen unten bei den Echsenmenschen und haben im Endeffekt schon im Prinzip dafür gesorgt, dass Cassay gesichert ist. Könnte man jetzt mal so ganz platt sagen. Und jetzt geht es im Endeffekt darum, Allianzen zu schließen, aufzubauen, zu festigen, Konföderationen zu schmieden, hier Nanjing auf jeden Fall zu erobern. Das wird definitiv der nächste Schritt, den wir gehen werden. Dann haben wir dann da nämlich noch eine große Stadt und eine komplette Provinz und sind quasi auch direkt an der Bastion, also an der großen Mauer. Und dann müssen wir uns überlegen, in welche Richtung wir idealerweise expandieren. Müssen die Wirtschaft weiter ausbauen, mehr Geld verdienen, um mehr Armeen aufstellen zu können. Und wichtig wäre es eigentlich auch, die Tore zu übernehmen. Denn dort kann man Gebäude bauen, die ja, die Soldkosten der dort stationierten Armeen bei maximaler Ausbaustufe auf
um 45% reduzieren. Das heißt, ihr könnt richtig dicke Armeen in diese Tore stellen und zahlt im Prinzip nur den halben Sold. Und das macht es relativ einfach, das hier oben zu verteidigen, wenn die Tore ausgebaut sind und Armeen da drin stehen. Eine Verteidigung hier draußen im Chaosgebiet ist auch möglich, ist aber schwieriger, weil da immer wieder Gegner spawnen und man dann eigentlich auch Armeen haben muss, die die Siedlung halten, weil die Garnisonen alleine sind zu schwach in der Regel. Vor allem, weil da sehr oft dann auch die AI mehrere Armeen zusammenlegt und damit eine Siedlung angreift. So, jetzt werden wir auf jeden Fall hier diesen Chaos Hoshimoto mal so richtig einheizen. Wir haben auch schon Belagerungsgerät gebaut. Wir sind dezent in der Überzahl. Und wir gehen das Ganze jetzt mal an. Das wird wirklich eine Massenschlacht. Drei unserer Armeen gegen die Garnison plus die dort zusätzlich noch stationierte Armee. Also im Endeffekt könnte man sagen, zwei Chaos-Armeen gegen drei von unseren Armeen. Wir haben, wenn ich mich recht entsinne, bei all unseren Armeen Raketenwerfer. Und mein Gedanke ist, ich werde die erstmal aus Distanz ordentlich zusammenschießen, bevor wir anfangen, da reinzugehen. Wir wollen natürlich die Verluste niedrig halten, ne? Ganz klar. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch ein bisschen Spaß haben. Und seien wir ehrlich, Schnetzeln macht ja schon Spaß. So, wo sind unsere Raketenwerfer? Hier. Das ist doch eine schöne Position. Da können sie auch schön dahinter wirken. Und wir könnten eigentlich auch die Raketenwerfer nutzen, um Türme auszuschalten. Haben wir eine Ramme? Habe ich echt keine Ramme gebaut? Okay, erstaunt mich jetzt ein bisschen, aber gut. Ist jetzt auch nicht zwingend notwendig. Die packen wir mal dahin. Und die ziehen wir noch ein bisschen weiter nach hinten. So. Dann geben wir hier noch ein bisschen in Deckung. Hier auch. Und da drüben auf der anderen Seite kommt die Verstärkung an. Ja, das ist doch okay. Alles klar, ich würde sagen, kann losgehen. Wir greifen hier auch mit der totalen Frischlingsarmee an. Als erstes werden wir die Türme zerlegen. Und hier geben wir Angriffsbefehl. So, unsere Crane Gunner sind in Reichweite. Seine Türme allerdings auch. Da ziehen wir uns erstmal ein bisschen zurück. Der erste Turm hat es gleich hinter sich. Sehr schön, dann zerlegen wir jetzt den zweiten Turm und gehen hier wieder in Feuerreichweite. Sobald der Turm platt ist, schwenken wir auf den hier. Und die beiden Türme werden dann ausgenockt, weil wir hier oben die Stellung erobern werden. Das sollte es jetzt mit dem Turm gewesen sein. Ja, dann gehen wir hier drauf. Unterstützen jetzt mit Bogenschützen. Die Ogerbullen lassen wir einfach mal das Tor einreißen. Und hier schicken wir Verstärkung für die Erstürmung über die Belagerungstürme.
Ja, der ist auch gleich down. Nehmen wir uns direkt den nächsten vor. Und da gehen wir auch näher ran. Auf der anderen Seite haben wir jetzt Nachschub bekommen. Und hier heißt es jetzt direkt mit Leitern hoch. Was haben wir hier? Okay. Sehr schön, die Belagerung läuft. Da gehen wir zusätzlich noch mit Leitern hoch. Oh, mir war gar nicht bewusst, dass die Türme auch so weit nach innen schießen können. Das läuft. Dann können wir hier auch noch ein bisschen nachlegen. Die Mauern gehören uns. Wir gehen mal hier näher ran. Und stürmen auch hier oben. Eigentlich macht das sogar fast mehr Sinn, die Gunner da reinzusetzen. Dann können die nämlich schön nach innen wirken. Können da schön von oben runterballern. Naja, das wollen wir so nicht. Hier müssen wir definitiv das Feuer kontrollieren.
Gucken wir mal, ob wir hier nicht ein bisschen zaubern können. Ja, hier merkt man halt auch, dass die Armee keine Erfahrung hat. Die Truppen sind einfach nicht so gut. So. Hier greifen wir auch mal ein bisschen mit ein. Ich bin nur noch am Überlegen, wo am besten. Naja, räumen wir erstmal hier frei. Damit könnten wir eigentlich schon mal erobern. Und hier gehen wir auch ran. Können wir nach innen schießen. Die können auch angreifen. Die können wir zum Angriff schicken. Und hier verlegen wir definitiv ein paar Einheiten. So, rein in die Butz und dann holen wir uns noch Verstärkung hier ran. Und die kommen auch mal hier hin. Okay, das wird ein schönes Gemetzel. Ich frage mich gerade, obwohl, nee, das ist ja nur Verzauberung im Sinne von Buff. Das kann ich ja ruhig machen. So. Ihn kann ich eigentlich mal zum Drachen mutieren lassen, damit er auch direkt ein bisschen beweglicher. Sehr schön und mitten rein. Sind die leer geschossen? Ja, fast. So, buffen wir mal wieder ein bisschen.
Wo ist sie? Sie kriegt gerade Lack. Aber bestimmt von einem Turm, ha? Der sollte jetzt aber gleich wegbröseln. Ah, fuck, fuck, fuck. Ich bin zu früh raus. Zerbröselturm. Also. Ah, lebe. Der Turm wird wahrscheinlich von woanders gespeist. Fuck. Ich frage mich nur, woher kommt dieser Turm? Kann er nur von da sein? Ja, mal schnell dahin, das Ding auch erobern. Und die hier mal geballt da hochschicken. Gucken wir mal, können wir mit unserer Raketenartillerie... Na, da können wir nicht hinschießen. Da müssen wir die hier hochziehen. So, sind hier noch Gegner? Ich sehe erstmal keine. Fliegen wir mal da hinten hin. Ach guck, da sind ja noch welche. Dann zurück. Die wollen wir doch erstmal plätten. Diese Viecher, ha? Wie praktisch, dass wir Hellebardiere dabei haben. Und Bossman kann da ja auch noch mal reinjubeln. Na komm schon. Die zwei, der eine. Sauber. Sieg durch Auslöschung. Wäre wahrscheinlich cleverer gewesen, nicht mit der unerfahrenen Armee als Hauptarmee anzugreifen, sondern dafür eine Armee zu nehmen, die halt schon deutlich mehr Erfahrung hat. Weil da sieht man halt,
Die unerfahrenen Truppen, die stecken doch schon deutlich mehr ein als erfahrene und die teilen halt auch schlechter aus. Besonders fällt das auf, wenn man mit Armeen unterwegs ist, wie zum Beispiel Bretonnia, wo die Infanterieeinheiten überwiegend doch recht schwach sind. Die Rittereinheiten sind bei denen mega, aber die Infanterieeinheiten sind schwach und wenn man dann gegen gute Gegner antritt, ist das echt eine blutige Nummer. Sehr schön. Ja, wir haben leider eine Alchemistin verloren. Ist aber eigentlich nicht so schlimm, weil unser Lord ja da einen Bonus bekommt und die Alchemisten ja mit höherem Rang rekrutiert. Was fehlt uns hier? Ah ja, hier fehlt die Alchemistin. Was skillen wir am besten? Das ist ganz cool. Und wir können bauen. Das ist auch gut. Verteidigung auf jeden Fall. Und dann bauen wir Truppengebäude. Obwohl, davon habe ich eigentlich schon genug, oder? Gehen lieber hier drauf. So. Hier runter. Ziehen wir die zusammen. Und da wir uns das jetzt leisten können, werden wir hier die Armee auch verbessern. Aber wir rekrutieren die nicht per global, das ist zu teuer. Ziehen uns jetzt runter. Ja, wir tauschen da aus und dann schicke ich den runter und lasse den unten neu rekrutieren. So wird's gemacht. Okay, dann gucken wir mal, was die Diplomatie sagt. Konföderation würde ewig dauern. Hier hätten wir noch die besten Chancen. Na, dann würde ich sagen, wir schicken mal ein Geschenk rüber. Direkt was Dickes. Und dann gucken wir mal nächste Runde, wie sich das ausgewirkt hat. Ah, sehr schön. Nee, da kommen wir nicht weiter.
Ja, da würde ich sagen, diplomatiemäßig ist da nichts zu wollen im Moment. Gehen wir ein bisschen auf Einnahmen. Ach ja, die letzte Karawane haben wir verloren und die ist gerade auf dem Weg zurück. Wir brauchen also definitiv eine zweite Karawane. Die ist ganz cool. Nehmen wir irgendeine Kurzstrecke, wo die nicht so lange unterwegs sind und nicht so viele mögliche Kämpfe haben. Ich glaube fast, das könnte die leichteste Strecke sein. Das testen wir dann mal aus. Wow. Das ist ja mal übel. Die Karawane startet und wird direkt von zwei Vampirarmeen angegriffen. Alter Schwede. Ja, okay, das ist Overkill. Da muss ich wohl ein bisschen den Weg freiräumen. Schade. So, wir tauschen hier mal direkt ein bisschen aus. Ich habe hier relativ wenig Nahkampf. Packen wir ihn noch mit rein. Obwohl, ich vergesse die Oger. So. Das sieht doch ganz gut aus. Damit sind die ganz gut aufgewertet. Ja, damit kann man arbeiten. Und wir haben hier unten ja auch noch eine Armee, die sich gerade langweilt. Die schicken wir mal weiter. Aber ich warte erst ab, bis die Verluste ausgeglichen sind. Da ist direkt Vampirhausen. Den muss ich definitiv als nächstes eine Ansage machen. Es macht auch keinen Sinn, unsere gute Karawane jetzt loszujagen, weil auch die wird sang- und klanglos untergehen, wenn sie auf zwei Vampirarmeen trifft. Ja. So.
Okay, wir haben wieder eine Disharmonie bei der Forschung. Wir haben wieder einen Überhang an Yin. Wir brauchen also wieder Yang. Und wir hätten hier sogar noch einen Skill, den wir eigentlich erforschen müssen, weil der schon wichtig ist. Nehmen wir erstmal den und dann gehen wir zurück. Sehr gut. Hier geht's dann auch weiter. Können wir hier eigentlich auch auf Knete gehen? Ja. Da hatten wir noch eine neutrale Ork-Truppe. Die sollte man eigentlich auch ausschalten, bevor sie komisch wird. Und was ist hier los? Hier ist schon wieder eine Un ja, hier ist schon wieder eine Chaos-Armee. Nicht lustig. Die 18 sollten aber eigentlich locker dafür reichen. Hier könnte ich mir dann auch gleich eine neue Alchemistin rekrutieren. Ja, aber nächste Runde. Ich habe jetzt nicht genug Kohle. Okay. Gucken wir mal in die Diplomatie rein. 244, das ist schon cool. Das ist sogar noch cooler. So, damit haben wir eine Konföderation geschlossen und haben jetzt direkt erstmal eine ganze Menge neuer Städte und auch neuer Armeen. Ja, sehr schön. Das heißt, wir werden jetzt gleich nächste Runde, wenn wir da ein bisschen mehr Geld haben. Okay. Durch die neuen Städte hat sich das jetzt auch gedreht. Jetzt sind wir komplett auf Yin-Seite und müssen erstmal gucken, dass wir auf Yang-Seite kommen. Und wir müssen die Städte halt für uns optimieren, so dass mehr Kohle reinkommt und wir da einfach besser dastehen. Ja, die Armeen sind teilweise auch einfach ein Witz. Die müssen wir nach und nach auch richtig aufbauen. Ja, aber gut, das sollte man ja alles hinkriegen. Hier haben wir ein Control-Problem, also gehen wir auf den entsprechenden Erlass. Hier ebenso. Ja, läuft gut. Perfekt. Genau das kann ich gebrauchen. Ja, na klar. Also der neue Handelsvertrag ist auf jeden Fall super wichtig für uns, bringt monatlich mehr Kohle rein. Gleichzeitig die Einmalzahlung ist auch hilfreich. Und ja, wir werden jetzt auf jeden Fall zwei oder drei Armeen unten zusammenfassen und uns um die Eckzähne kümmern, die Vampirfraktion, die da unten rumlungert.
Die wollen wir weghaben. Und parallel bleibe ich hier oben mit der einen Armee, um Schwesterherz zu unterstützen, falls da noch mehr Chaosabschaum auftaucht. Ja, ich erkläre dir den Krieg. Hässliches Ding. Brenne, Ketzer. Das wird jetzt ein Quickie. Eigentlich fast unfair, aber irgendwie auch spaßig. Und es ist Chaos. Die haben einfach keine Gnade verdient. Und die werden wir wirklich richtig schön zusammenschießen. Und werden, erst wenn sie dann quasi in Reichweite sind, werden wir die Fronttruppen nach vorne schicken. Das Schöne ist, ihr seht hier auch, was für eine immense Reichweite die Crane Gunner haben. Und die können sie jetzt auch gleich ausspielen. Da kommen die Raketenwerfer. Und gleichzeitig lassen wir auch mal Gaulewitsch ein bisschen vorgehen. Und wir schieben hier die, ich sag mal, Schrotflinteneinheiten nach vorne. Können wir eigentlich auch hier ein bisschen Kesser vorgehen. Die Schrotflinteneinheiten, also hier heißen sie ja Iron Hail Gunners, die finde ich auch sehr cool. Der einzige Nachteil ist die Reichweite. Also die können halt wirklich nur auf kurze Strecken schießen. Gegen Einheiten, die gar keine Distanz haben oder wenig, es ist okay. Aber sobald man auf Gegner trifft, Entschuldigung. Sobald man auf Gegner trifft, wie beispielsweise Elfen oder also Hochelfen oder Waldelfen, die halt wirklich gute Distanzeinheiten haben, dann wird das echt ein Problem. Sehr schön. Zusammenschießen leicht gemacht. Jetzt stoppen wir hier mal das Feuer, weil ich habe keinen Bock, dass mich die Raketenartillerie letztendlich dann ausradiert. Ja, so kann es einem feindlichen Helden gehen, wenn zwei Einheiten Iron Hail Gunners vor ihm stehen. Das geht dann, wie soll ich sagen, sehr schnell. Ja, fein. Perfektes Timing. Schlacht beendet. Und das war's dann auch für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann wie immer gerne lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Ich antworte auf jeden Kommentar. Und das auch meist recht zeitnah. Und gebt mir euer Feedback, was ihr gerne sehen würdet, welche Fraktion, sobald der Radius-Mod da ist. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denne.